Hallo, da sind wir wieder. Und zwar haben wir heute noch beim Aldi Süd ein Multifunktionswerkzeug gekauft für 5 Euro. Ein vergleichbares mit 14 Funktionen, das hier hat 11, gibt es von Leatherman für 60 Euro. Und zwar Multifunktionswerkzeug, wie gesagt, 11 Funktionen. Ich muss mir diese Funktion jetzt hier auf der Packung ein bisschen angucken, immer mal wieder. Und dann stelle ich euch das einfach mal vor und ich sage euch einfach mal, was ich darüber denke. Also hier ist eine kleine Tasche. Das Schöne ist, mit einer Schlaufe, die kann man am Gürtel festmachen. Das ist schon mal super. Die Frage ist nur, wie lange die Tasche hält. Die macht einen sehr dünnen und ja, fast instabilen Eindruck. Aber immerhin, von innen ist sie leicht beschichtet. Ich glaube, die müsste man früher oder später auswechseln. So. Die erste Funktion ist eine Kombizange. Diese Kombizange, ich versuche jetzt mal einfach hier was. Yep. Macht für mich als Laie einen ganz guten Eindruck. Damit bekommt man auf jeden Fall was gegriffen, was festgehalten, wie auch immer. Dann seht ihr in dieser Kombizange hier drin, das ist ein Drahtschneider. Da kann man Draht reinlegen, nicht den Finger reinlegen und dann zusammendrücken, Draht reinlegen. Draht müsste man damit durchbekommen. Ich versuche es einfach nochmal hier an diesem Stock. Ups. Funktioniert super. Also ich glaube, mit Draht wäre das auch gar kein Problem. So. Dann kann man das Ganze hier ein bisschen auseinandernehmen. Einmal hier oben ein Schlitzschraubendreher. Ich muss sagen, am Anfang, als ich eine eigene Wohnung hatte, hatte ich genau einen Schraubendreher. Und das war ein Schlitzschraubendreher, weil den bekommt man auch in Kreuzschrauben rein. So, dann seht ihr hier eine Feile. Als nächstes kommt hier raus. Ein Dosenöffner. Der André kann super mit diesem Ding umgehen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er kann es wirklich gut. Ich würde damit auch vielleicht eine Bierflasche öffnen können. So. Wieder irgendwelche Kindersicherungen, von denen ich nichts weiß. Naja. Das hier ist so, das hier ist ein kleiner Schlitzschraubendreher. Wir vergleichen nochmal mit dem großen Schlitzschraubendreher. Dürfte so ungefähr knapp die Hälfte sein. Dann geht es noch weiter. Die Klingen sind stumpf. Und ich muss sagen, ja, hier. Ah, okay, hier kann man draufdrücken und dann kriegt man das hier auch wieder zusammengeklappt. Die Funktion ist richtig cool. Hier bei dem Werkzeug, also hier sind Zacken, die sind aber überhaupt gar nicht scharf. Also da passiert nichts. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde so hin und her reibe, ja, irgendwann ist die Haut abgerieben, aber da passiert nicht wirklich was, ist überhaupt nicht scharf. Hier hat man auf jeden Fall schon mal ein Lineal, das ist wirklich super. Und es wird sogar nur als Lineal angeworben. Das ist ganz witzig, weil hier sind nämlich noch Zacken, hier vorne ist noch eine Spitze. Also ich glaube, zur Not könnte man das auch noch als kleine Gabel oder so benutzen. Sage ich jetzt einfach mal als totaler Laie. Nicht? Nee. Also das hier heißt einfach nur Lineal. So. Dann. Moment, ich muss doch mal die andere Seite ganz kurz angucken. 8, 9, 10, 11. Große Klinge, Holzsäge, Kreuzschlitz, Schraubendreher. Und Flaschenöffner, okay. Warte. Eine Holzsäge.
Im Gegensatz zu dem Taschenmesser hat die Holzsäge hier zwei Zacken auf beiden Seiten und zwar versetzt. Bei dem anderen Taschenmesser war die Holzsäge, war das quasi das Jagdmesser. Dann haben wir ein großes Messer. Ein großes Messer. Definitiv ein großes Messer. Hier, Moment, sorry, ich muss mal gerade gucken. Das ist ein Flaschenöffner. Und ich muss jetzt mal wirklich gerade gucken und mal gerade vergleichen. Weil auf der anderen Seite steht nämlich der Dosenöffner. Da frage ich mich, warum man da 1:1 fast das gleiche Tool nimmt. Ein bisschen, das hier hat ein bisschen mehr Platz, das hier ein bisschen weniger. Aber ich würde beides für eins eigentlich nehmen. Ich finde es da ein bisschen übertrieben, das doppelt einzubauen. Und noch etwas ganz Wichtiges quasi, und zwar ein Kreuzschraubendreher. Ja, das waren theoretisch alle Funktionen. Was ich hier noch sehe, ist, hier sind noch so kleine Zacken. Damit kann man zum Beispiel Nüsse knacken, wenn man unterwegs ist. Die müssen aber größer sein als diese Entfernung, also als so quasi ein Daumen breit, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ja, dieses Tool für 5 Euro macht für mich einen super Eindruck. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen und ich würde es auch, glaube ich, benutzen. Eher als ein Taschenmesser. Daran würde ich mich eher dran trauen, ist jetzt nicht ganz so gefährlich. So sieht das Ganze zusammengeklappt aus. In der Verpackung, klein zu verstauen. Wir werden es testen. Wenn euch das Video und die Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und schreibt bitte gerne mal, ob ihr euch dieses Multifunktionstool auch geholt habt oder ob ihr etwas Vergleichbares zu Hause habt. Bis zum nächsten Mal.